Ja, also Billy hat Jo-Olli in unter 3 Minuten zerstört. Und ja, ich würde sagen, wir reagieren mal auf den Song. Also los geht's. Das Wetter ist so schön, ich bin gar nicht in der Stimmung für einen bösen Diss-Track, aber das, was ich schon wieder gehört habe, geht auf keine Kuhhaut mehr. Seh das als Warnschuss. Da das Wetter so schön ist, flex ich dich diesmal kaputt. Genieß die Show, lieber Olli. Ich glaube, es war ein richtig dummer Fehler, bin ich halt eigentlich. Also, was soll ich sagen? Also, Mastak hat ein Interview geführt mit deiner Ex-Freundin von Joali. Die war 13. Und Joali, der hat die in sein Auto gebracht. Die hat. Joali hatte am Rücksitz vom Auto eine Matratze drin. Und ja, dann hat er sie wahrscheinlich geflext, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Schaut euch das Video von Mastak an. Unser bester Freund. Gestiegen und dann, ich sehe nur so seine Navigation, er so Aldi-Parkplatz. Ich steige auf sein Auto, macht seinen Kofferraum auf, Wie dann es sich meint, dem kommt er Bart so zu geben. mir, er so, zieh mal deine Schuhe aus. Dann sehe ich so, er klappt die Sitze nach hinten, ich war ein bisschen schockiert, was danach kam, er hat einfach eine Matratze in sein Auto hinten drinne. Was soll ich sagen? Der Peter am Anfang ist schon richtig geil, finde ich. Ja. Als käme aus Abu Dhabi und will, du starte mit Mucke, nenn dich doch Pedro Lombardi, du willst jetzt Blende mit Bisse. Das Video, das kommt mir ein bisschen pixelig vor, obwohl es 1080p ist. Ja. Mucke, nenn dich doch Pedro Lombardi, du willst jetzt Blende mit Business und trägst Anzug und Krawatte. Du bist nicht Charlie Sheen, du Opfer, du bist Charlie der Affe. Ich hab deine Tracks gehört und bekam übelst den Lachflash und deine Stirn wird immer größer wie bei Beavis und Butthead. Was glaubst du, wer du bist mit deiner Kette, du Gangster? Und in der YouTube-Szene bist du Michael Wendler. Deine Mädchen haben Mathebücher in. Kann mir das irgendjemand in die Kommentare schreiben? Wer ist Michael Wendler? Ich kenne den Typen nicht, tut mir leid. Ja. Was glaubst du, wer du bist mit Muss man deiner den Kette, du kennen? Gangster? Und in der YouTube-Szene bist du Michael Wendler. Deine Mädchen haben Mathebücher in ihrem Backpack, machen Bilder mit Hundefilter und laden's auf Snapchat. Was Selfmade Millionär, du Also sind seine Selfmade Mädchen Pedo-Bär. Kinder. Komm mal klar, Alter, was sind das für Stories? Wer fickt die Kinder? Hat zwei Daumen, ja natürlich. King Olli, mach nur so weiter und ich lasse dich verschwinden wie Dobby. Hat dir der Hate nicht gereicht und das Video von Dima? Mann, ich zieh dich aus dem Beamer und zerbrech. Ah ja, Dima, Grüße geht raus an Dima. Der Typ hat Joali richtig gefickt mit seinem Video. Also Kanalzerstörung sein Urgroßvater. Und der Typ war. Der war 14, als er es hochgeladen hat. Heute ist er, keine Ahnung, 15 oder noch immer 14, ich weiß nicht. Gereicht und das Video von Dima, Mann, ich zieh dich aus dem Beamer und zerbreche dich wie Zwiebeln. Das Wetter ist so schön, ich wollte mit Caesar heute grillen. Und alles über 14 ist für Olli eine Milf. Ja, das Wetter ist so schön, ich wollte mit Caesar heute grillen. Und alles über 16 ist für Olli eine Gilf. Reportagen ist die Ich war Sprache nicht der da, Jugend, ich kann dir mit deinem High Five deine Arme auskugeln. Und ihr fragt euch, wo die Hook bleibt, ihr Bitches. Es gibt keine, so bleibt mir mehr Zeit, um ihn weiter zu dissen. Du bist jetzt lyrisch gefistet. Also schieb mal keine Welle, bist nicht Drake und DJ Khaled. Du möchtest gern Lady Gaga, bist ein ehrenloser Bastard. Schaut das Interview von Mastak, meldet alle die Kanäle. Dieser Typ hat so ein Rad. Ich hab dich schon mal zerfickt und ins Koma geschickt. In echt hast du Marie was in die Cola gekippt. Sie ist grad mal 11 gewesen. Ja, das mit Marie Baggio war es erfunden. In Wahrheit war es höchstwahrscheinlich ihr Olli. Ja. Ich glaube natürlich eigentlich, dass Marie nur eine Erfindung von SpongeBob war. Ich habe das nicht so richtig mitbekommen damals leider. Ja. Aber Gio wurde damals wegen dieser Stelle so richtig hart rangenommen. Dann komm mal auf dein Leben klar, du ekelhaft. Sie ist grad mal 11 gewesen, komm mal auf dein Leben klar, du ekelhafter Hurensohn mit pädophiler DNA. Für das, was du machst, habe ich kein Verständnis und komme nicht mit Fehler, sind menschlich. Du menschlicher Fehler, gehörst ins Gefängnis. Die Kanäle Richtig sind so. gesperrt und jetzt ist er wieder da. Olli Voldemort, Beat-Kanal, über 80k, habe YouTube geschrieben, mal eben kurz verhandelt. Paar Minuten später, Kanal ist nicht vorhanden. Wurde so oft gelöscht, also seh es endlich ein. Kommst du nochmal wieder, dann kommt es der Teil 2, aber diesmal in der Länge von Herr der Ringe 3. An alle, die betroffen sind, zeigt ihn endlich an, denn er ist eine Gefahr, erst recht als freier Mann. Eine Frage, bist du stolz auf deinen Werdegang?
Neben dir ist sogar Axel Voss ein Ehrenmann. Ja. Also was soll ich sagen? Es ist aber wieder ein geiler Track von Reportagen. Jeder Song von Reportagen ist halt einfach gut. Es ist so. Ja. Und was soll man zu Joey sagen? Es ist einfach ein ehrenloses Stück Scheiße. Ja. Der ist durch sexuellen Content auf YouTube groß geworden. Also unterirdischster Müll. Na. Der Typ hat auf YouTube halt einfach nichts verloren, ganz ehrlich. Und ich find's halt richtig gut, dass YouTube das so macht, dass die den löschen, ja. Gelöscht haben. Also was soll ich sagen, guter Track von Reportagen, K-Fanks bye.